So, also, ich bin hier und will eigentlich hier rein, richtig? Weil hier drin irgendwie die Minenarbeiter, die gerettet werden möchten. Hier habe ich einen Seelenkristall, da schütte ich was drauf. Dann habe ich auch schon so einen Typen gerettet. Ja, ist noch mein Seelenkristall noch mal gerettet. Wie wäre es denn mit dem Seelenkristall? Ach, die kommen dann irgendwie aus dem Seelenkristall raus. Frei. Ja, bist frei. Du stehst ja voll in meiner Schuld. Problem ist, ich kann nur vier befreien. Ich kann es kaum glauben. Da waren aber noch doch mehr, oder? Frei. Ja, kann es kaum glauben. Wo geht's jetzt da weiter? Ich habe jetzt den Eindruck gehabt, dass der da gerade hier rein ist. Genau, in die Glutkieselmine. Let's do the Glutkieselmine. Hier auf die Map schaue. Dann laufen wir hier mal so runter. Nehmen noch ein paar Getränke mit. Ups. Einfach nur, weil wir es können. Hier gibt es Kisten, zwei Stück. Oder auch nicht. Und dann gehen wir entweder links rum oder rechts rum. Ich habe die schon mal erforscht, das macht aber nichts. Wir machen jetzt trotzdem erstmal diesen Schad hier. Das heißt links rum. Und dann schauen wir uns den Boss auch noch an. Auch wenn ich ihn schon gemacht habe. Mit einem meiner Vorgänger. Macht es trotzdem Sinn? Nix Hund. Los geht's. So, du nix Hund. Lass mich durch. Ich bin Arzt. In dem Rucksack ist nämlich eine Vorlage. Lauter lecker Zeug. Und wo ist die? Sehe sie nicht. Die müsste aber hier sein. Ist sie irgendwie oben drüber oder was? Gibt's da nochmal helle Wege, dunkle Wege? Sollte nicht so viel Getränke mitnehmen. Von dem Untergrund lodernden Flammen umgeben. Was seid ihr für welche? Normalos. Ganz normale Normalos. Da ist der Boss ums Eck rum. So, bist jetzt ein Boss hier? Maebo-Netz. Ja, der ist so ein bisschen Elite hier. Klein wenig. Und hat ein, zwei nette Sachen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch nicht meinen Sky Shard. Du musst in Bewegung bleiben. Wie ich denn immer so gute Ratschläge von dir, Johnny?
vor euch. Okay. Grundsätzlich mal gut. Das will ich nämlich auch nicht. Also wenn ich jetzt hier runterlaufe, dann ist hier mal ganz grundsätzlich kein Geilschaden. Ja, ganz nice, dass jetzt da so viele auf einmal zusammengekommen sind, aber... Der Tag ist unser. Wie komme ich da hoch? Denn hier irgendwie rauf? Nee, da ist auch nichts hier. Vermutlich der Skyshot ist da auf dieser Brücke. So. Wie kommt man da rauf? Geht es denn da lang? Erzählt denn da was von den Toten? So, hier hoch. Da geht jetzt mal steil nach oben. Schaut gar nicht mal so schlecht aus hier. Könnte so von dem Winkel her genau richtig sein. Dann habe ich meinen Skyshot. Das war ziemlich Das Ritual hat begonnen. Bereitet das Opfer vor. Wir beschwören und beherrschen euch, Daedra. Gehorcht uns. Quatsch denn da eigentlich? Das ist doof, dass das Icon immer noch da ist. Ja, nichts wie runter hier und raus aus der Höhle. Ich muss, glaube ich, noch mit Nepposch reden. So, geht's jetzt hier raus?
schaut ja schon so aus. So, wo bist du, Nebosch? Nippe, nappe, Nebosch. Hier ist irgendwie links, ja? Oh, da ist eine Kiste. Los Kistos. Ihr habt ein Talent dafür, über derlei Dinge zu stolpern. Bassi, du nervst mich, weil du immer die Leute... Wie schaust du denn aus? War ja durchsichtig und hat so ein Herz gehabt. Kannst du irgendwas Neues oder was? Nee, Busch, was machst du da oben? Komm halt mal runter hier. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ja, für meine Rakete. Es ist so schön zu sehen, dass alle wieder frei sind. Ich meine, fast alle. Wer fehlt denn? Mein Vater, letzter im Wasser. Der Daedra hat Ach, ihn noch. Nee. Er versuchte, Schicksalsdieb aufzuhalten. Oh Gott, der ist noch drin, oder was? Oh shit. Sein Stein ist irgendwo im Lager. Doch ich bin mir sicher, dass Schicksalsdieb ihn nicht freiwillig hergeben wird. Okay. Was heißt das? Schicksalsdieb ihn nicht freiwillig hergeben wird? Ich kannte die Bedingungen, als er mich heraufbeschwor. Ach was. Diese Heraufbeschwörerei. Muss doch alles nicht sein. Ne? Das Leben ist kein Märchen. Doch manchmal bekommen die Schurken trotzdem ihr Fett weg. Na dann. Gott sei Dank musste ich nicht nochmal rein. Das wäre echt doof gewesen. Letzter im Wasser. Nebosch, habt ihr euch die Hirnschale aufgebrochen? Oh ja. Handel mit Daedra? Ich schäme mich. Wieso? Hat er gehandelt? Ich dachte, du hast gehandelt, Letzter. Na, quatschen wir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also du warst derjenige, der die Daedra beschworen hat? Meine Schuppen werden brüchig vor Scham, aber ja, na dann. Ich habe ihn beschworen. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie immer mehr zum Opfer der Räuber wurden. Okay. Ich konnte nicht zulassen, dass sie unsere Mine übernehmen. Also wandte ich mich an Schicksalsdieb. Ja. Wir wurden alle versenkt. 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 Ist das Ding besser? Ich glaube schon, ne? Mehr maximale Ausdauer. Versenkt wurden wir alle. Na, dann ziehe ich denn die an, diese Ausdauerschüchel. Das andere war ja nicht so interessant, oder? Ja, wäre ja auch besser. Na, ist die Frage, was mit dem... Ja, gut. Dann... Ich habe hier erstaunlicherweise hier drüben alle Bücher auch schon abgefräst. Formen des Glaubens. Könnte ich noch schnell mitnehmen. Oder gibt es sie hier drüben auch nochmal? Nein, schaut nicht so aus. Ja, dann holen wir die uns einfach hier. Vollgas. Go, go, go. Boah, so eine schöne blaue Blume.
Oh, da wird gerade gegen den Dicken gekämpft. Den brauche ich zwar nicht mehr. Aber warum soll ich den Loot nicht auch mitnehmen und die XP? Oh, ich weiß warum. Weil ich jetzt keinen Platz mehr habe. Ah, nee, das ist so typisch. So typisch. Also, was schmeiß ich weg? Ich schmeiße weg. Die Kupferhalskette. Weil die nichts wert ist. Ja, wo war jetzt das Buch? Das ist doch doof. Man sieht es ja gar nicht. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass da ein blaues Buch ist, hätte ich gesagt, da ist überhaupt kein blaues Buch nicht. Gut. Dann. Ja, dann. Ist es doch soweit. Ich sollte mir noch ein Blümchen holen. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Und dann noch ein Blümchen holen. Und dann sollte ich dringend in eine Stadt, um mal hier mein Inventar aufzuräumen. Oder aber ich überlege mir vorher noch mal ganz genau, was ich als nächstes machen will.